Also ich war ja früher ein wahnsinnig kränkliches Kind, deswegen hätte es mir wahrscheinlich nicht geschadet, auch mal auf so einem Salzspielplatz zu spielen. Ich bin hier im Nasefrei. Und die Chefin hier, das ist Heike Rau. Hallo. Hallo, Frau Rau. Also erstmal danke, dass wir da sein dürfen. Das ist, wie wir wahrscheinlich alle schon erkennen, kein normaler Sand, den Sie hier haben. Alles Salz, 4,5 Tonnen aus dem Himalaya. Aus dem Himalaya, okay. Wahnsinn. Und was ist das Besondere daran? Also ich merke das ja schon in der Luft. Ich schmecke das ja richtig auf der Zunge, dass da Salzgehalt drin ist. Was genau hilft uns das denn in der Erkältungszeit? Also durch das Einatmen von Salz, egal wie dolle, in welchem Klima, tut man was Gutes für die Atemwege, man befeuchtet sie, es wird alles flüssiger, die Schnupfnase fängt wirklich an zu laufen und man kann besser abhusten, genau. Also ganz viele Kids mit Schnupfnase hier auch wahrscheinlich unterwegs. An wen ist das denn konkret gerichtet? Also hauptsächlich nur an Kinder oder auch an Erwachsene? Ursprünglich das Konzept ist schon für Kinder gedacht. Der Fokus liegt auf dem Spielplatz. Aber natürlich kann man auch als Erwachsener zu uns kommen, weil es tut ja allen gut, ne? Absolut, ja. Absolut. Mal wieder richtig schön durchzuatmen. Jetzt habe ich hinten gesehen, ihr habt auch eine Grotte, in die man sich setzen kann. Genau, 20 Minuten. Da ist die Salzluft im Vergleich zum Spielplatz noch mal deutlich intensiver. Also da kann man sich auch noch mal richtig gut gehen lassen. Jetzt habe ich hier hinten auch schon was Interessantes gesehen. Was genau haben wir denn hier? Das ist ein Gradierwerk. Das kennen Sie vielleicht aus den Kurorten. In Bad Orb zum Beispiel, da kann man drunter durchlaufen. Da wachsen Salzkristalle an den Reisigästen und die geben noch mal salzige Feuchtigkeit ab. Okay, Wahnsinn. Genau. Das sieht auch mega interessant aus. Jetzt gerade für die Kinder, die hier am Spielen sind, gibt es da irgendwie, ich sag mal, eine Anleitung oder müssen sie auf eine bestimmte Art und Weise atmen oder reicht es einfach nur hier drin zu sitzen? Ja? Genau. Ja. Wie ist es vom Salzgehalt ähnlich wie am Meer? Mhm. So kann man sich das wirklich vorstellen, wie wenn man am Strand sitzt und durch die natürliche Atmung kriegt man da schon ganz viel ab. Also so eine kleine Meeresauszeit für zwischendurch gewissermaßen. Genau. Wie häufig sollte man vorbeikommen, damit das einen Effekt hat auf die Gesundheit? Also damit es wirklich nachhaltig auch was bringt, so alle 1 bis 2 Wochen, jetzt zumindest in der Jahreszeit. Ne? Ja. Ja. Und generell, also es wird ja wahnsinnig gut angenommen. Ne? Es sind sehr viele Eltern hier mit Kindern. Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden, so etwas zu machen? Mein jüngstes Kind war ein krankes Bronchitis-Kind. Mhm. Und da haben wir Salzgrotten ausprobiert und haben halt so die familienfreundlichere Variante gesucht für uns. Das habt ihr sehr gut hinbekommen, würde ich sagen, auch bei den ganzen Spielen, die ich hier sehe. Wird das denn von der Krankenkasse bezahlt oder wie viel kostet das, wenn ich hier vorbeikommen möchte, mit Kind oder ohne? Also wir nehmen für eine Stunde, also ein Aufenthalt ist immer eine Stunde, sonst wird es tatsächlich einfach zu viel, man unterschätzt es, sind 13 Euro. Es gibt Krankenkassen, die haben es im Bonusprogramm, da muss man anfragen. Ja. Super. Vielen Dank, Frau Rau. Ja, gerne. Und ich würde direkt mal weiter wandern, weil ich sehe hier ganz viele Kids mit Eltern, unter anderem die Bianca. Hallo Bianca, du bist mit deinem Sohn Leo da. Genau. Warum kommt ihr denn so gerne hierher? Also wir kommen immer ganz regelmäßig und gerne hierher, weil es einfach total Spaß macht. Denn mein Kleiner will auch gar nicht weg, wenn wir erstmal hier sind. Hier gibt es einfach total viel zu entdecken. Also ganz viele verschiedene Spielmöglichkeiten. Und vor allem kann man hier super gut Spiel und Spaß mit Gesundheit verbinden. Das und der Mama macht es auch Spaß, ja, offensichtlich. Super. Dankeschön, Bianca. Also danke. Sie sehen schon, hier einfach mal kurz durchatmen, tut den Kindern gut und uns Erwachsenen sicherlich auch in dieser Erkältungszeit. Kommen Sie also gerne vorbei.